Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Oh, ich habe vorhin gefrühstückt, vor, weiß ich nicht, so eine halbe Stunde oder so. Und irgendwie ist mir leicht schlecht. Ja, aber keine Zeit zu warten. Ich spiele jetzt trotzdem. Es ist halt schon Sonntag, wir haben noch 10 Spiele, also mir ist jetzt nicht kotzübel oder so. Aber ich bin jetzt irgendwie unwohl und naja, mal gucken. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr meine Konzentration beeinflusst. Und wie gesagt, wir haben halt leider keinen Montag zur Verfügung, dass ich sagen kann, okay, wir zögern uns mal hinaus. Wir müssen jetzt die 10 Spiele noch machen. Und ich will die 10 Spiele gut spielen. Ich will alle 10 Spiele gewinnen. Das klingt verrückt, aber es ist so. Ich will alle gewinnen. Punkt. So. Dass das nicht passieren wird, ist höchstwahrscheinlich. Also davon gehe ich mal stark aus. So, wir werden uns bald einen neuen Schmeichel holen. Es gibt nämlich die nächste Form davon, aber ich wollte sie mir noch nicht kaufen, weil die noch recht teuer ist und die jetzt im Laufe der Woche in meiner Zeitlinie noch sinken wird im Preis. Deswegen geben wir ihm nur einen kleinen Vertrag. Was haben wir denn dann noch so? 3 Bronze. Silber 18. Ja gut, der Silbervertrag gibt sogar mehr als die. Ja, wir brauchen, dann müssen wir mindestens den Goldvertrag geben. Also wir brauchen ja noch ein paar Spiele. So, da ja, ist die Bundesliga dran. So, und was ich mir überlegt habe, ich muss wieder mir angewöhnen, dass ich nicht in jeder verfluchten Abschlusssituation erst den Ball annehme. Das ist jetzt in letzter Zeit viel zu häufig passiert. Ich muss auch wieder direkter abschließen. Klar ist dann der Schuss schwieriger, klar geht er dann seltener rein, aber es ist einfach oft so, dass die Gegner so gut verteidigen, dass der Spieler, der Gegenspieler, der Verteidiger sofort da ist und den Ball wegspitzelt. Und deswegen lieber direkt schießen als abwarten. Und was mir auch aufgefallen ist, Vidal hat Anker. Das ist auch sehr komisch, dass ich mit ihm halt mit Anker super gut klarkomme, obwohl ich gesagt habe, Shadow, wahrscheinlich kann ich auch nicht so pauschalisieren und sagen, Shadow ist überall der beste Champions League Style. Vielleicht ist es auch nochmal bei dem Sechser was anderes als bei der Innenverteidigung. Zugegebenermaßen. Weil ich nicht überlegt habe, ob ich vielleicht. Ich glaube, ihm muss man einen Shadow geben, weil er hat ein paar Defense-Werte, die müssen einfach geboostet werden. Überlegt habe, ob ich halt Can einen anderen Champions League Style gebe, aber eigentlich macht ein anderer Champions League Style halt echt keinen Sinn. Vielleicht würde Backbone noch funktionieren, dass man halt Defense, Physis und Pass verbessert und auf das Tempo scheißt. Ich weiß es nicht. Ich muss mir nochmal seine Werte anschauen, aber ich habe ihm halt Shadow gegeben. Shadow ist so selten auf dem Markt, kostet 5000, das ist halt auch immer so eine Verschwendung. Ah, müssen wir mal schauen, ich weiß es noch nicht. Ich bin halt einfach nicht zu 100% zufrieden mit Schaden. Das ist halt das Problem. Ich weiß, ein Champions League Style, der macht jetzt nicht immer die Welt aus, aber ne, ihr wisst Bescheid. Okay. So, konzentrieren. Also mehr direkt abschließen. Aber ansonsten konzentriert spielen, sich nicht einschüchtern lassen, nicht wegen dem 1-0 rumheulen. Okay, starkes Team Storage drin. Er hat auch den 87er als Wants to Watch. Oh mein Gott. Der ist ja noch teurer als der normale Third Info Money. Wants to Watch. Weiß nicht, der kostet wahrscheinlich mindestens 500.000 oder so. So, gut stehen, keine Aufbaufehler machen, direkter abschließen, wenn wir uns eine Chance erspielen. So, ganz in Ruhe. Ja, den Ball hat man nicht, da konnte man nicht direkt abschließen. Oh, schade. Haben wir fast dran. Schön gemacht von Piszczek und jetzt gibt's hier die. Oh, schade. Ah nein, keine Ecke. Ich dachte, wir wären zuletzt dran gewesen. Okay, Glück gehabt. Er rennt. Ja, er rennt drauf. Okay, dann spielen wir mal. Es ist halt echt scheiße. Mali ist so kopfballschwach, aber bisher hat's. Ja, nicht. Bisher war es meistens dann trotzdem ganz gut. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir jetzt schon oft. Sehr gut. Mich daran erinnern, dass wir irgendwie schon oft ein Tor gefressen haben, nachdem wir den Abschlag hatten. Da wollte ich überhaupt nicht hinspielen, ich wollte eigentlich.
Reus in Szene setzen, aber dann hat er halt dahin gespielt. Okay, haben wir Glück. Oh, was? Das ist dann faul. Ich dachte schon, die rennen sich wieder gegenseitig über den Haufen, aber es hat geklappt. Macht er gut mit Walker. Das andere war ja in von Baines, allerdings als Foot Champions. Da konnte er wieder Kohle sparen. Schade. Einwurf. Vielleicht sollte ich auch mal auf die andere Seite gehen, weil da ist mit Leighton Baines natürlich ein leichterer oder zumindest ein langsamerer Außenverteidiger. Oh Mann, wie oft ich in letzter Zeit das Lattenkreuz treffe, ist auch zum Kotzen. Es wäre das ein schönes Tor geworden von Reus. Schade. Vor allem, weil er da auf der Seitenlinie sich einfach mit einem Vorlegen vorbeisetzen, das ist halt schon krass. Weil das sollte eigentlich nicht klappen. Glücklicherweise. Kein Foul. Interessant. Sommer, wenn du direkt hinrennst, hast du ihn. Ich merke, dass meine Konzentration nicht bei 100% ist, also nicht so gut, wie sie sein könnte, das merke ich. Also ein bisschen angekratzt bin ich ja doch, schade. Aber ich muss halt das heute spielen und wer weiß, ich weiß nicht, ob es heute Abend dann besser ist oder so, also das... Da werde ich dann halt irgendwann wieder müde sein, deswegen... Gibt es halt immer irgendwelche negativen Sachen. Scheiße, Scheiße! Danke, Sommer. Oh nein, Mané, Mané, Mané. Wo ist denn Reus? Oh, als ich letzte Mal aufs... Ist egal, nicht aufregend. Als ich letzte Mal auf dem Radar geguckt hatte, war Reus halt genau da, wo ich hingespielt habe. Er ist aber dann irgendwie in die Mitte gerannt, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist dumm. Oh, ich war durch, ich wusste es nicht. Schade. Aber schöner Pass auf Mali. So, Vidal vielleicht mal. Hat er wieder Bock? Auf den wollte ich natürlich nicht passen. Aber hat er wahrscheinlich zu stramm aufgezogen. Oh, Freunde, nehmt doch mal den Ball mit. Schön gemacht von Vidal.
Na also, boah, war das geil gespielt. Und schönes Tor, schöner Schuss von Mali. Und es war von hinten bis vorn so geplant. Er lässt ihn schön über den Steigen rutschen und dann perfekt. Oh, ich hatte sogar das Gefühl, dass ich ihn einen Tick zu straff aufgezogen habe. Aber vielleicht hat es dann Mali korrigiert, beziehungsweise war halt direkt richtig aufgezogen. Ging ja auch unhaltbar in die Ecke. So, jetzt wird es aber schwer, weil der Gegner hat sich auch einige Male gut durchkombiniert. Und wie gesagt, ich muss halt leider zugeben, meine Konzentration ist nicht auf dem Level, auf dem sie sein könnte. Ich merke das, dass ich angeschlagen agiere. Das ist natürlich nicht gut. Scheiße. Das ist zum Beispiel so ein ganz, ganz schlechter Ballverlust. Ah, zum Glück. Deswegen, es wird. Oh, ja, Statistik spricht dann doch mehr für uns, als ich gedacht hätte, aber es fühlt sich gerade nicht geil an. Ist echt leicht übel. Ich will auch nicht rumjammern. Ihr wisst Bescheid, wenn ich also irgendwie scheiße spiele, dann liegt das natürlich zu 100% immer daran. Schade. Oh, doppelt schade. Jetzt macht er auch ein paar schöne Fehler hier. Schönes Ding, leider schlecht mitgenommen. Hätte ich wahrscheinlich weiter durchziehen müssen. Sehr gut gemacht. Mit und von Hector. Was ist das? Oh, Stindl ist zu langsam. Fuck! War eigentlich eine schöne Idee, aber er ist halt nicht losgelaufen. Zum Glück will der hier den schlechten Abschluss mit seinem schwachen Rechten von Sturridge. Der war richtig, richtig schlechte Idee. Der hätte einfach nur reinlegen müssen, den Ball. Meiner Meinung nach. Jetzt müssen wir da mal wieder ins Spiel reinfinden und Chancen generieren. Schön, wie er da Glück hat. Oh, schöner Ball auf Mali und der macht ihn dann auch flach ins lange Eck. So will ich Mali spielen sehen. Genau so und nicht anders. Aber auch schöner Pass, schwieriger Pass von Dembele. Wird auch Zeit, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Seine Scorerwerte waren immer noch gut und hat ja auch einige Vorlagen gemacht, aber ich erwarte halt auch einfach kleine Zaubertore wieder und die, ja, die zwei Tore waren gut. Das erste war richtig gut und das, wobei das war eigentlich auch richtig gut. Sind beide schwierig auf ihre eigene Art und Weise. Auch die, Ballbehandlung, die Ballarbeit war bei dem zweiten Tor schwer. Schade. Dachte, ich bekomme ihn noch mal durch. Da hätte ich niemals einen gefährlichen Ball aufs Tor gekommen mit Piszczek. Also da schießt er niemals gefährlich aufs Tor. Deswegen wollte ich ihn noch mal reinlegen. Piszczek ist einfach nicht abschlussstark. Hätte ich sogar durchziehen können, aber ich habe gedacht, der Gegner antizipiert ein bisschen anders. Das war dumm von mir. Den schnellen Einwurf hätte ich nicht machen dürfen. Wieder ein Stück weiter vorne.
Boah, schöner Schuss von Vidal, der sich wirklich die Zeit nimmt, um da zu zielen und dann aufzieht. Nice. Was? Wie waren wir denn da zuletzt dran? Wie ist das für Kopfball? Komplette Bogenlampe. Oh, schön verpasst von Hector. Ah, da macht er hier den Fehler. Will wieder einfach den billigen Doppelpass machen. Also man merkt schon, dass die Abschläge. Ach du Scheiße, das war richtig schlau von mir. Dass die Abschläge von Sommer viel, viel geschmeidiger kommen. Und der da wahrscheinlich auch viel ausgleicht, wenn man nicht straff genug aufzieht. Oh krass, das stimmt ihn da. Läuferisch abhängt, da muss er ja super langsam sein. Scheiße, wenn er mich da nur trifft mit seiner Stummgrätsche. Ihr denkt, er kann ihn einfach vorbeilegen. Oh nein, was ist das denn? Schöner Abschluss. Ich meine, es steht hier 2-0, ne? Also es geht dann eher einfach auf Zeitspiel, sollte der jetzt hier so schießen. Da hätte ich normal schießen müssen, glaube ich. Ich dachte, ich bin ein Stück näher am Tor. Oder muss halt straff auf flach schießen. Das ist halt auch immer das Ding. Es fällt mir immer relativ schwer, einen straffen Flachschuss zu wählen, weil dann halt ist halt so eine ungewöhnliche. Also ich finde halt, es ist so eine extrem unnatürliche Bewegung oder so ein ungewöhnlicher Bewegungsablauf, dass man halt einmal lange auf die Schießen-Taste drückt, um ihn halt straff aufzuziehen und dann halt nochmal schnell drauf drückt, um ihn. Schade. Um ihn dann quasi flach zu machen. Ich finde es einfach halt einfach schnell zweimal auf die Taste zu drücken, aber einmal lang und einmal kurz, das ist halt komisch. Oh, krass, dass er den versemmelt. Der war so viel Platz links am Spieler, klar, es ist auch ein bisschen Können von Smalling, dass er ihn dann noch rausholt, aber er war halt einfach, links war so viel Platz, er hätte den so perfekt spielen können. Und das für ein Stindl, schade. So, ich mache jetzt noch ein Spiel, auch wenn ich mich nicht 100% Tipp fühle, Top fühle, was soll es? Tore, zwei von Mali, Vorlagen, einmal Dembele, einmal Piszczek. Dembele, obwohl Mali zwei Tore macht, Dembele sogar Man of the Match, interessant. Was war die Bewertung? Ach, beide 9,1, okay. Gut, ein Sieg noch für Gold 3, das wäre doch schon mal wichtig, dass wir nächste Woche wieder qualifiziert sind. So, dann mal wieder eine Runde Premier League. Und Benteke muss auch mal wieder mehr machen, also mit dem Fuß zumindest, mit dem Kopf. Ich meine, seine Quote ist trotzdem gut, aber es geht immer noch besser. Aber wie gesagt, ich denke, es lag zu groß, also nicht zu groß dann, aber in vielen Situationen lag es auch einfach an mir selbst, dass ich nicht den Versuch, den schnellen Abschluss zu wählen, sondern versuch, nochmal um den Gegner rumwinden, nochmal die richtige Position, nochmal den Ball annehmen und dann das Schießen. Das ist das Problem. Das darf ich nicht so oft machen. Jetzt mit Mali im ersten, der ersten Situation, klar, Distanzschuss ist immer noch was anderes, aber dann in der zweiten Situation habe ich versucht, direkt zu schießen. Er nimmt zwar auch erst den Ball an, aber im Endeffekt hat es trotzdem geklappt, okay. Krasses Team mit Dembele, Manolas wieder dieser Ben Idair. Vor allem habe ich jetzt von jemandem gehört, bei der Champions League hatten deutscher mein Gott, hat ein deutscher Kommentator nicht Ben Idair gesagt, sondern Ben Yedder. Ben Yedder, ich meine, das klang total merkwürdig. Ben Yedder. Oder Yedder, nee, ich glaube, er hat Yedder gesagt. Ben Yedder. Das klang einfach merkwürdig, deswegen habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich nenne ihn weiter Ben Idair, das klingt besser als Ben Yedder. Moment.
So spiel ich mir letztes Spiel. Also, es war gar nicht so schlecht. Also, ich hatte zwar das Gefühl, dass ich konzentrationsmäßig, dass da noch einiges ging, aber. Dass da noch Luft nach oben war, aber im Großen und Ganzen war das, denke ich, okay. Sehr gut von Gue. Ich finde es immer so verwirrend, wenn dein anderer Name angezeigt wird, als auf der Karte steht. Das ist wahrscheinlich wieder der Spitzname oder so. Da hat er mich aber sowas von frei laufen lassen, oder? Wie dumm war das denn? Ey, so krass. Ich habe gedacht, hey, jetzt geht er gleich ran, jetzt geht er gleich ran, aber lässt mich einfach komplett durchlaufen. Das habe ich ja. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, was das letzte Mal so geil passiert ist, dass er Gegner einfach durchlaufen lässt. Schöne Vorlage von Arnautovic und dann konnte ich halt warten, bis jemand frei stand. De Bruyne stand frei, er macht ihn auch direkt und schießt ihn direkt rein. Also hat sich auch schon gelohnt, dass wir ihm Deadeye gegeben haben. Ne, wahrscheinlich hätte er dieses Tor auch gemacht ohne Deadeye, aber es freut mich, dass er endlich mal wieder ein paar, also das heißt ein paar, dass er endlich mal wieder ein Tor macht. Er hatte bisher echt noch 4 Tore, muss man sich mal überlegen. Als ZOM. Wenn man sich mal überlegt, dass Müller, glaube ich, fast doppelt so viele Tore wie Vorlagen gemacht hat als ZOM. Er hat halt auch einen mega krassen Abschluss. Ich hoffe, dass Stindl ähnlich ist, aber zumindest der Anfang verspricht ja schon mal viel Gutes. Schade. Ich wollte nach innen nochmal nach außen ziehen, aber mit Benteke, ich würde gerne wechseln. Lass mal bitte den Stürmer nach innen gehen. Lass den Stürmer mal bitte rein. Boah, das ist so kacke, dass man den Spieler nicht wechseln kann. Vor allem, wenn es der Stürmer ist. Das ist so dumm. So, zieh du mal wieder in die Mitte. Ah, toll. Das waren keine guten Einwürfe. Aber das ist halt auch vom Gegner nicht. Was? Kein Foul? Sehr gut von Coleman. Schön gemacht von Arnautovic. Leider hat er dadurch sehr viel Tempo verloren. Was? Ich dachte, ich leite den Ball jetzt einfach an den Gegner rein. Das hat nicht ganz geklappt. Fuck, das war dann doch wieder zu eng. Schlechtes Stellungsspiel von meinen Verteidigern. Ich hab's dann selber ausgeglichen mit Smalling. Schöner Ball auf Mané. Eieiei, war da geil. Oh, da hat er echt Glück, dass er damit Alaba nochmal rankommt. Da war es dann einfach zu eng. Schade. Da hätte ich echt nochmal die Zeit gehabt, den Ball anzunehmen, aber macht nichts. Hoffe, wir bekommen die Ecke. So, Benteke, los jetzt, mach einfach. Hallo, hallo. Lass die aber auch nie rangehen. Ja, war so klar. Wie kann man denn, naja, egal. Wie kann man denn so scheiße spielen? Sehr gut. Gleiche Frage, wie kann man denn den so scheiße spielen? Einfach über außen, da war komplett die Bahn frei. Wäre stressfrei gewesen.
wird's eklig. Mach's gut. Ja, da Glück, dass noch jemand dazwischen steht, das macht der Bräune nämlich sein zweites, würde ich sagen. Muss aufpassen, er kommt jetzt zu gut durch, finde ich. Fuck, hier habe ich halt echt gedacht, Benteke setzt sich durch. Scheiße. Hätte ich nämlich sonst nicht gepasst. So ein Scheißlacker, ey! Habt ihr das gesehen, wie Smalling am Ball ist? Und den Ball nicht wegspielt. Er holt also beschissen aus, statt ihn direkt wegzuspielen. So ein Idiot, ey. Komplett unnötiger Ausgleich. Oh, so ein Lacker, ey. Egal, nicht aufregen, einfach gut weiterspielen. Gegner spielt halt meiner Meinung nach nicht gut. Komm jetzt, Benteke, bitte mach den Fehler vom Smalling wieder gut. Komm schon, Benteke. Komm schon, bitte. Komm schon, ich brauche jetzt einen Kopfballtor von dir. Scheiß TBU-Kopfball von Reed, der ihn nicht macht. Da war überhaupt kein Ball in der Nähe, ist rot. Wo geht denn der Pass hin? Egal, egal, ruhig bleiben. Meiner Meinung nach spielt der Gegner schlechter. Wir hatten auch schon Riesenchancen im 2-0. Einfach so weiterspielen und noch besser verteidigen und halt hoffen, dass Smalling nicht wieder so einen scheiß Fehler macht, ey. Sollte nicht auf ihn gehen. Ich tippe halt kurz an und anstatt den kurzen anzuspielen, spielt er natürlich. Sehr gut. So, Benteke, jetzt machst du mal ein schönes Kopfballtor. Sehr gut von Smalling. Egal, taktisches. Freistöße sind so schwer in der FIFA, dass es okay ist. Kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder eines Besseren belehrt werde. Nee. Lacker.
Was? Fuck. Hätte ich wahrscheinlich auch wieder direkt schießen müssen. Wieder, weil ich einen Ast annehme. Warum mache ich denn den Fehler, den ich eigentlich abstellen wollte? Soll auf die Bräune gehen, der Pass. Das ärgert mich echt, dieses Gegentor, weil das wieder so eine Scheiße war, dass Smallman wieder keinen Bock hat, rauszuspielen, ey. So ein Trottel. Man hat richtig gesehen, wie er eine Stunde da den Bein, das Bein erhebt und der Gegner halt einfach nur spitzelt. Mann! Egal. Oh, toll. Scheiße. Keine Ahnung, wo den hinspielt. Ich drücke komplett in die andere Richtung. In Richtung meines Tors und will ihn zurücklegen. Soll halt auch auf De Bruyne gehen, nicht auf Ribéry, der Pass. Wie halt echt nur auf Konter spielt, da ist es so billig. Aber jetzt mal nicht, weil ich nicht mehr kontern kann. Verliert aber auch deutlich schneller den Ball. Boah, zum Glück, das wär's wieder gewesen, ey. Oh. Ich finde das nicht verdient, diesen Ausgleich. Ich finde, Führung für mich wäre definitiv verdienter. Fuck you! Ich hätte mir den Ball nicht vorlegen dürfen mit Ribéry. Das war mein Fehler, definitiv. Oh, ich bin so blöd.
Ich hätte den Ball nicht vorlegen dürfen. Aber ich sage ja, ich bin nicht 100% auf der Höhe, aber trotzdem, den Ball darf ich mir halt nicht vorlegen. So dumm von mir. So dumm von mir. Oh Gott. Okay, komm. Komm wieder runter. Es ist scheißegal. Du kannst immer noch gewinnen. Hast den Ball vorgelegt. Das war ein Fehler. Scheiß drauf. Komm schon. Ganz ruhig weiterspielen. Du bekommst nochmal so eine Situation, die machst du dann richtig. Warum habe ich mir den vorgelegt? Oh, verdammt. Warum habe ich mir den vorgelegt? Das war so schlecht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Du schießt jetzt noch ein Tor. Du hast die besseren Chancen im Spiel. Der Gegner hat nur ein Lackertor geschossen. Du hast deins rausgespielt. Komm schon. Bleib ruhig, aber energisch. Bleib dran. Bleib verbissen. Und willst gewinnen. Du machst das Tor. Direkte Abschlüsse. Das ist eigentlich gelb. Nehmen mal den Bräune, der macht einfach besser. Wobei, der hat keine richtige Ausdauer mehr. Nee, ich klemme jetzt doch keine Bräune. Oh nein! Also wie viel Glück hat denn der? Ja, nochmal die Frage, wie viel Glück hat denn der? Danke, Smalling. War natürlich auch gerade Glück für uns, dass das Ding nicht reingeht, aber wie er halt vorher überhaupt in den Ballbesitz reinkommt, ist ja schon wieder hart lächerlich. Warum den Benteke nicht macht, komplett frei. Aber halt einfach super inplatziert. Schon wieder. Danke, dass da nicht reingeht. Also, boom! Boom! Das ist rausgespielt! Meine Fresse! Schönes Ding von Benteke. Macht mal wieder einen mit dem Fuß, sehr geil. Und den mit dem Kopf merkwürdigerweise nicht macht. Schöner Dropkick. Oder vielleicht sogar schon Volley. So, und jetzt verteidigen und nicht wieder so ein scheiß Lackerding zulassen. Sehr gut, erste Hälfte vorbei. Komm schon, komm schon! Konzentrier dich nochmal. Komm schon. Jetzt machen wir sogar das dritte. Jetzt wird er ja auf Garantie sehr offensiv stehen. Komm schon. Boah, zum Glück, aus der Drehung schwer. Aber es hätte auch das 2-2 sein können. Hat er leider gut durchkombiniert. Hatte direkt auf Passen gedrückt, aber es ist ein Foul, nice. Ribéry komplett frei.
Schön gemacht von Smalling. Oh, kein Elfer, fuck. Schöne Chance eigentlich, die muss er rausspielen. Gut gemacht von Aspili. Einwurf, so jetzt gehen wir auf Zeit. Alles gut. Freunde legt ihn sich leider schlecht vor, also nicht in die Richtung, in die ich will. Yes! Nice! Wichtiger Sieg, guter Sieg, verdienter Sieg. De Bruyne, besser Mann. Tore, Benteke, De Bruyne, Vorlagen. Can und Arnautovic. Can macht mal wieder einen, sehr schön. Also Scorerpunkt. Direkt mal nachschauen, wo wir da stehen. Boah, 8 Spiele, ich weiß nicht, ob wir welche abziehen müssen. 2 Scorerpunkte ist ja eigentlich okay. Ein von jedem vierten Spiel ein Scorerpunkt. Das hat ein Gouye gemacht. Hat leider noch gar keinen Scorerpunkt gemacht. Gouye fühlt sich halt in der Defensive besser an. Aber, also er wirkt halt besser, aber ich glaube, Can ist halt so insgesamt der bessere in der Offensive. Also wahrscheinlich ein sehr guter ZM auch. Also Can ist schon nicht schlecht. Ich glaube, so langsam aber sicher geht er in meine Richtung. Ich überlege halt echt, ob ich ihm Backbone geben will, weil das Tempo ist eigentlich nicht so wichtig. Ich glaube halt, Defense, Physis, Pass könnte besser passen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber vielleicht aber halt auch was mit Schuss. Aber Gladiator pusht halt nur wenig den Distanzschuss und macht halt nur Schuss und Defense. Und aber meiner Meinung nach pusht er zu wenig den Schuss. Ich muss mich noch mal ganz genau überlegen. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich machen. Ach ja, ich wollte noch mal die Spielerrollen nachschauen. Also die Spieleranweisungen, weil ausgewogene Defensive und Gouye bleibt hinten. Ja, das passt sogar, das ist Zufall. Das ist sogar genau richtig, einwandfrei. Ach ja, und Spielerrollen wollte ich auch noch mal nachgucken. Eckstöße, De Bruyne, Elfmeter macht aber Benteke, weil der auf 99 kommt mit seinem Champions League Style und Kapitän ist auch wieder mal Schmeichel. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.